herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir den zweiten Smokehead auf dem Fass. Und zwar ist es ein Smokehead High Voltage, also Hochspannung. Ich habe hier schon mal mein Multimeter angeschleppt, damit ich dann messen kann, wenn ich dann merke, oh, hier ist Hochspannung drin, dann kann ich messen, wie viel Hochspannung da drin ist. Ist natürlich Blödsinn. Wo soll denn da bitte Hochspannung entstehen? Soll da Hochspannung im Glas entstehen oder gegenüber dem Potenzial der Erde, also ich ein Potenzial gegenüber der Erde aufbauen? Ja, also Blödsinn, keine Angst, ich werde jetzt hier keinen Multimeter in meinen Whisky reinstecken. Ja, also beim Smokehead High Voltage geht es einfach darum, um zu zeigen, oh, hier ist richtig Zunder dahinter. 58% ABV, also 28% Volumen an Alkohol, ist eine ganze Menge, muss man wirklich mal hier sagen. Und es ist natürlich eine Menge Rauch drin, sonst würde er nicht Smokehead nennen. Sieht man hier wieder auch recht schön, auch im neuen Design, mit 3D-Totenkopf. Natürlich wieder von Ian McLeod. Und sie sagen auch natürlich hier nicht, welche Whisky-Brennerei es ist. Ja, gibt es noch mehr dazu zu sagen? War vor ein bis zwei Wochen in den Whisky-News und jetzt hier auf dem Fass. Und ich bin echt gespannt, ja, wie die Rauchigkeit jetzt hier mit den hochprozentigen Whisky durchkommt. Denn ich hatte schon eine Menge hochprozentige Whiskys. So Supernova, Octomore, und sie sind ja eigentlich schon meine Lieblinge. Also ich mag es gerne sehr rauchig und hochprozentig. Ja, auch sehr schön hier auf der Flasche. High Voltage. Oh, hinten. Distinctive Explosive. Oh, Nutty Notes Dreamy. Okay. Ja, also nicht kühl gefiltert. Also die richtige Geschmacksdröhnung. Ja. Also Geruch ist jetzt noch nicht so aggressiv. Oh, jetzt kommt ein bisschen was. 58% muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn man seine Nase zu tief reinsteckt, kann natürlich auch eine gute Alkoholnote dabei sein. Aber es ist vom Rauch her ist es eher so eine Mischung aus Zitrone und diesem typischen Bourbon-Geruch. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Karamell, bisschen Malz. Also erinnert irgendwie, ja, eher so an einen angebrannten Haferschleim oder sowas. So, das Frühstück, das man vergessen hat. Also, muss ich hier mal ein bisschen so im Vergleich, kann man sagen, der normale Smokehead, warm Geruch, bedeutend rauchiger. Der hier ist aber ein bisschen aggressiver. Also ich bin schon sehr weit weg mit der Nase. Und man kriegt schon sehr viel ab. Also wenn man nicht tiefer reingeht, wird natürlich intensiver, aber auch ein gutes Stück alkoholischer. Wow, also ist definitiv intensiv, also richtig viel Geschmack dahinter, aber ölig ist er. Der ist richtig schön ölig, also wenn man sich den anschaut, ist er auch beim Runterlaufen, ist er gut ölig. Und im Mund hat man wirklich ein öliges, cremiges Gefühl. Es ist eine gute Menge Rauch dabei, aber sie ist nicht so intensiv wie beim 43%igen. Also hier bildet sich der Rauch nicht so stark aus, aber ja, die 58% ABV hinterlassen ihre Spur. Ich mag es gern so intensiv, aber wer da draußen ist, gerne noch ein paar Tropfen Wasser rein, wird wahrscheinlich den Geschmack vom Rauch und die anderen Geschmäcker noch ein Stückchen intensivieren. Ja, sehr interessant, sehr interessant.
Verblüffend, wie cremig der ist. Aber noch so ein bisschen sauer. Süße Note fehlt ein wenig. Ja, die Nüsse, die ich vorher gelesen habe, sind wirklich drin. Passt sich so ein bisschen an das Cremige an. Ja, sehr interessant. Muss sagen, 58% in diesem, ich würde mal jetzt sagen, vom Preislichen her ein Stückchen Einsteigersegment, ist ein sehr interessanter Whisky. Sollte man sich auf jeden Fall mal reingetan haben. Denn ich denke, er wird auch in Zukunft nicht so schlecht gehen. Und ich bin gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lassen bei Smokehead. Wir hatten jetzt normal, neues Design, High Voltage. Dann werden wir mal sehen, was da so noch in der Zukunft kommt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und bis zum nächsten Mal.